Wow. Wir schauen uns heute ein neues Subreddit an. Und zwar Just Guys Being Dudes. Also einfach gesagt, Männer, die Männer sind. Also an alle Frauen, die 25%, erstaunlicherweise, gebt dem Subreddit eine Chance. Vielleicht versteht ihr uns Jungs, Männer dann besser. Wahrscheinlich nicht. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Subreddit haltet oder ob ihr auch schon sowas gemacht habt. Okay, was haben wir hier? Ein bisschen Eis auf dem Sitz. Okay, was müssen wir damit machen? Genau das. Ich glaube, das macht jeder. Wer würde das nicht machen? Schickt mir ein Video von euch, wie ihr das macht. Es ist verständlich, warum Frauen das nicht machen. Man muss klar sagen, es ist verständlich. Nein, 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 nö, nö. Ganz viele Neins. Und dann die Kerle, natürlich. Alter, ich hätte auch kein Problem, so ein Bild aufzunehmen. Who cares? Okay. Er übersteuert ein bisschen. Hey, tu mal das Mikrofon ein bisschen näher ran. Okay, kein Problem, kein Problem. Kannst du das bitte wiederholen? Ich frage mich immer, hören die das nicht selbst? Mein Freund wäscht gerade ab und ich habe ihn gerade sagen hören, für wen arbeitest du? Wer ist die Kontaktperson? Während er das Glas immer wieder unter Wasser hält. Wenigstens hat er Spaß. Ey, abwaschen ist mit das Langweiligste, was du machen kannst. Ich kann das voll verstehen. Das ist kein Freund, das ist ein Bruder. Okay, was sagt er? Hallo? Kyle said he was with you and I was just wondering if that was true. Okay, anscheinend ist sein Freund bei ihr und sein Freund sagt einfach, hey, der ist natürlich hier, kann ich mal mit dem reden? What's up? Der hat wenigstens den Rücken von ihm. Das ist auch nice. Wenn Leuten beim Grillen ein bisschen langweilig ist, komm, wir spielen Fußball! Boah! Ganz ehrlich, wenn ein Spieler da nicht gut genug ist, kannst du ihn einfach aufessen. Und der schmeckt wahrscheinlich besser als ein echter. Ich habe gerade FIFA 19 mit irgendjemandem online gespielt und der hat sein Headset benutzt und hat vergessen anscheinend sich zu muten. Also ich war 3-0 in Führung in der Halbzeit und ich habe ihn sagen hören, wenn ich gewinne, wirst du bei mir übernachten? Und ein Mädchen hat gesagt, ja, aber du wirst nicht gewinnen. Ich musste meinen Bro gewinnen lassen. 5-3. Genau so soll es sein. Man sollte immer seinem Bro helfen. Wer weiß, was daraus wurde mit dem. Okay, wir fahren. Guter Akzent schon mal. Cool. Wie weit sind die Treppen? Alter, der hat seinen Spaß des Lebens einfach. Ey, wenn man das kann, muss das echt cool sein. Ich hätte so Angst, auf die Schnauze zu fliegen. Ich hätte diesen Kerl nicht pranken sollen. Die Mitarbeiter waren echt sauer, aber dann... Mitarbeiter Nummer 1, einfach mitmachen. Ich mache mit. Und Mitarbeiter Nummer 2, einfach mitmachen und Spaß haben im Leben. Hier wird das Tequila-Lied gespielt. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht hören, wegen Copyright. Aber er steht einfach nur da... Tequila. Die Reaktion von dem Kerl ist einfach aufgesprungen. Ganz ehrlich, wenn du so ein Publikum hast, kannst du alles machen. Meine Freunde und ich haben ein Selfie an die falsche Nummer geschickt. Sorry, falsche Nummer. Boah, der hinten hätte noch ein bisschen mehr den Mund aufmachen müssen. Ich habe mein Tinder-Date gefragt, ob er ein bisschen Netflix und chillen möchte. Und jetzt hat er das angemacht. Hä? Wo findest du das auf Netflix? Und warum war er ready dafür? Komm, du schaffst das. Werf einen Korb. Vielleicht ihr? Auch nicht. Oh? Warte, warte. Wenn dich jemand von der Seite anmacht, hä, was willst du, hä? Okay. Hä? Ha! Ha! Es ist zwar so gestaged, aber es ist so dumm einfach. Rudern! Los! Los! Und der nächste kommt einfach mit. Oha, was das für eine Schlange ist! Ganz ehrlich, 99% der Männer haben einfach den gleichen Kopf irgendwie. Die sehen was Dummes und sie gehen einfach mit. Ich habe für sein Bier und das von seinen Freunden bezahlt. Jeder hat mich geliebt. Ich wusste nicht, dass das so ein großes Ding ist für Männer. Mein Freund hat eine Freundin, die für uns jedes Wochenende immer kocht. Und jedes Mal, wenn er eine andere Frau anschaut, schlagen wir ihn für sie. Einfach mal so ein Slap. Nope, du hast eine super Freundin. Vergiss es. Die füttert uns und dich durch. Wir kämpfen nie, wer die Gitarre spielt. Aber ich habe ihnen gesagt, heute bin ich an der Reihe.
Dankeschön. Ich habe mich schon gewundert, warum die Bratpfanne. Das kannst du echt nicht mit jedem machen. Ja, einfach perfekt goofy. Holy shit, wie gut der ist. Die sind aber voll gut in imitieren. Wenn wieder der Seuchendoktor kommt, oh, endlich mal wieder was zu tun. Stelle ich mir vor, wie jeder Seuchendoktor war, als Corona kam. It's my time to shine. Noch mehr Eis. Der Sound ist cool. Und du hast jeden Fisch aufgeweckt einmal. Einmal bin ich aus Versehen in die Männertoilette gegangen, anstatt in die Frauentoilette. Ich habe es erst herausgefunden, nachdem ich ein Pad rausgeholt habe und die Person neben mir gesagt hat, Dude, das muss ein echt großer Brocken werden, wenn du dir sogar Snacks mitgenommen hast. Viel Glück. Imagine einfach. Snacks auf die Toilette, weil du weißt, du bleibst da erstmal die nächsten 20 Minuten, 30 Minuten mindestens. Wenn dein Nachbar dich fangirlen über ein Amazon-Paket sieht. Amazon. Die Lache. Einfach bestes Timing. Oh. Ha! So entführt man Personen. Die liegt nur noch da und weg ist sie. Genauso funktioniert das. Wir haben uns als Verkehrshütchen oder Kegel verkleidet zu Halloween und haben nichts erwartet und haben dann auf einmal mehr getroffen. Als ob irgendwie zwei Gruppen genau den gleichen Gedanken hatten. Sind einfach Best Friends für immer. Komm, push! Push! Drück den runter! Schon Zuschauer einfach nur da, wie sie einen Stein runterdrücken. Oh? Oh, sie haben's? Ja, den stoppst du nicht mehr. Der wird dich stoppen. Die Megawelle. Ich habe mein ganzes Leben dafür gewartet. Seht ihr? Eine Rampe, ein Baby. Hey, viel Spaß. Du hast die Chance nur einmal. Ich glaube, danach lässt dich deine Frau nie wieder ans Baby. Also mach das Beste daraus. Er antwortet mir nicht. Er betrügt mich wahrscheinlich. Und dann er. Okay, anscheinend spielen die da irgendwie Rotlicht und Grünlicht. Red Light, Green Light. Die haben zu viel Squid Game geschaut. Einfach perfekt mit dem Song. Was ist denn das für ein Song? Warum gibt's sowas? POV, ich habe meinem Freund eine Schaufel gegeben. Okay. Aha. Schlag ihn in das Loch. Wow! Es muss aber auch cool sein. Ich habe meinem Mann gesagt, er soll nach den Kindern schauen. Und das ist, was er mir geschickt hat. Okay, und was macht er mit den Kindern? Der hat wahrscheinlich mega Fun. Den Pfeil und Bogen. Oh, oh. Ich würde das Gleiche machen. Normaler Tag in der Klasse. Okay, was passiert? Es ist wichtig, dass du in der Schule gut ernährt wirst. Wenn du in einen Raum voller Männer wirst, welches Thema würde sofort eine Diskussion starten? Was ist das größte Tier, was du bekämpfen könntest? Ja, Leute, was ist das größte Tier, was ihr denkt, ihr könntet bekämpfen? Und ihr würdet gewinnen. Weil ich glaube, schon alleine Hunde würden uns zerstören. Von dem her, Splash uns! Komm! Es muss halt mega Fun sein. Uah! Höher, mehr, schneller! Ich nerve meine Frau, während sie trainiert. Du schaffst das! Schneller! Oh verdammt, sie wird immer schneller! Komm, du schaffst das! Dude, du musst nur ein bisschen schneller! Hey, er hat's versucht. Er hätte sie fast überholt. Ich bin bereit! Lauf schneller! Ich glaube, das ist eins der wholesomesten und witzigsten, die ich bis jetzt hatte. Die meisten sind einfach nur dumm oder widerlich. Niemand darf lachen. Ein Mann mit einer Aufgabe. Wie ernst er aber auch dabei ist. Er will das schaffen. Ich kann das voll nachvollziehen. Ich würde das auch schaffen wollen. Ein Stock. Das ist der ganze Post. Und es gab unendlich viele davon, wie es immer ein anderer Stock war. Mal so eine Tube, mal normaler Stock, mal was anderes. Männer lieben Stöcke anscheinend. Okay, was machen die Bauarbeiter? Ey, man kann die so benutzen, wenn du von A nach B willst. Okay, ich bin am Ziel. Okay, ich fahre auch hin.
Okay, Tasche weg. So zwei drehen. Ist das das, wo die rausfliegen? Es scheint nicht das zu sein, wo die einfach rausfliegen. Mir wäre so schlecht einfach, dass die sogar angehalten werden müssen. Schnell in die andere Richtung drehen. Das hilft. Schon wieder rudern! Rudern! Wie versammeln sich die Leute? Es werden immer mehr! Es müssen nur ein paar anfangen und auf einmal kommt die ganze Nachbarschaft anscheinend. Ich habe gerade die drei Jungs im Gleichschritt gesehen, wie sie eine Matratze wie Ameisen tragen. Hey, wenn's funktioniert, Ameisen sind nicht komplett dumm. Und Ameisen sind theoretisch insane stark. Wir haben eine rote AK gezogen. Okay, Counter-Strike halt. Ein ganzes Stadion. Die ganze andere Hälfte im Stadion muss sich so wundern. Hä, warum jubeln da alle? Ich probiere nur einen Löffel, okay? Der schaut aus wie Gordon Ramsay. Twerk, twerk, ja. Ganz viele Twerks. Und dann Männer im Badezimmer. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber super. Okay, schlechte Entscheidung. Ein Böller. Hey, das wäre ja perfekt zu Silvester gewesen. Mit einem kaputten Drucker. Die rennen ziemlich schnell weg. Und wahrscheinlich hat es einen Grund. Was war das für ein Böller? Das passiert mit der Hand, wenn du falsch loslässt oder nicht loslässt. Frauen am Strand gegen Männer am Strand. Schon wieder am Buddeln. Männer buddeln gerne, habe ich das Gefühl. Piano. Und... Multitasking. Deine Freunde helfen dir immer. Viel zu gut. Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Mike. 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 Oh. Wow. Es muss sich halt auch echt gut anfühlen, wenn du nicht gerade Angst hast vor Menschen. Wow, 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 wow. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da.